meine Damen und Herren, wir sind gerade in Bremen. Da vorne ist der Hauptbahnhof. Und da sind die Fußballverrückten und genau so einen Fußballverrückten habe ich auch hier vor mir. So, ich will jetzt hier alles, was um mich herum ist, nicht filmen, aber der Kollege, mit dem ich hier unterwegs bin, nix los hier. Hat gesagt, ja, lauf mal kurz hier vorne geradeaus, lauf mal durch. Dann laufe ich so durch und ich darf jetzt den Rest nicht filmen. Aber hier sieht es aus wie von Erzählungen, Amsterdam, irgendwelche Häuser, Glastüren, Frauen davor, die sich präsentieren, die man besuchen kann. Ja, krass. Das kleine Ding, was ich vom Frankfurter Bahnhofsviertel kenne, gibt es hier im Mini-Format, 100 Meter lange Straße und ja, Frauen warten und gucken, aber drei habe ich gesehen von möglichen 40 Fenstern. Ja, weiter geht die Fußballtour. So, meine Damen und Herren, hier einmal Kiddies und da vorne ist das Stadion. Da vorne ist das Stadion und hier der Fluss, die Weser. Aber brutal. Einfach brutal. Und gleich sind es über 40.000. So, meine Damen und Herren, direkt vor euch das Wohninvest-Weser-Stadion am Alfred-Ries-Platz. Und hier werden es immer mehr. Guck mal, die machen wieder Action. Hört ihr es? Lass mal hingehen. Stabile Seitenlage. Was genau da? So, wir haben die ersten Grüße schon auf der Wand gesehen. Es gibt eine Möglichkeit, Grüße und Glückwünsche und auch Musikwünsche loszuwerden, aber nur per WhatsApp auf einer Nummer, die wir jetzt gleich da oben anwenden, und zwar. 2-0! Das muss die Entscheidung sein, Niklas Mucko. 18. Saisontor. Das Spiel gegen den 16. Januar. Verwaltung gegen Kampfmann 1. Meister und Kamen und Kamen.
Abseitstor. Das wird jetzt gerade von VAR überprüft und kein Tor. Scheiße. Mal kurz zu euch. Das Video hat abrupt angefangen, so einfach so. Und wir hatten nicht viel Zeit zum Erzählen, weil Bahn und dies und das. Aber wir sind immer noch hier beim Stadion. Ich weiß, sie hat gerade voll in die Kamera geguckt, oder? Auf jeden Fall, wir sind noch hier und die kommen bald raus mit einem offenen Bus. Und dann geht's weiter. Yeah.
HSV! Scheiß HSV! Da seid ihr doch. Gib mir ein Dux ist on fire! Dux ist on fire! Gib mir ein! Gib mir ein Bär! Gib mir ein La 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 la! La 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 la! Gib mir ein Füllkrug ist on fire! Sagen, die Party ist vorbei, aber guck mal, Alter, Bremen ist so eskaliert, ey, Bremen ist so eskaliert, guckt euch das an. Sieht aus wie so ein halbes Kriegsfeld. Sieht einfach aus wie so ein halbes Kriegsfeld. Okay, es ist grün, wir können einfach halbes Kriegsfeld, Digga. So, meine Damen und Herren, da vorne läuft ein ehemaliger Bremen-Profi. Clemens Fritz, aber er ist weg. Und was haben wir, was bleibt uns übrig? Was bleibt uns übrig? Pommes.